Dies ist eine Online-Andacht der selbstständig evangelisch-reformierten Wallonisch-Niederländischen Kirche. Seit über 4 Jahrhunderten ein Ort der Andacht, des Gebets, der Predigt und der Hoffnung, gerade auch in schwierigen Zeiten. Hören Sie aufbauende und motivierende Worte von Pfarrer Torben Wethelder. Es erklingt die Johannes-Peter-Orgel, die die Musik und den Gesang dieser Andacht begleiten wird. Die Rechte dieser Aufnahme liegen bei der Kirche. Jegliche weitere Verwendung oder Abschrift bedürfen der schriftlichen Zustimmung. Wenn Sie Lust auf mehr haben, suchen Sie uns doch auch einmal im Gottesdienst. Auch dies ist ein Tag, den der Herr gemacht hat, an dem wir froh und glücklich sein wollen. Denn unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat, der Bund und Treue ewiglich hält und der nicht preisgibt das Werk seiner Hände, weder im Leben noch im Sterben. Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Karfreitag, Todestag Christi. Seien Sie herzlich willkommen geheißen zu unserer Online-Andacht aus der Wallonisch-Niederländischen Kirche. Es ist einer der höchsten Feiertage, die wir miteinander feiern können, wo wir daran uns erinnern, dass Gott selbst seinen Sohn ans Kreuz gegeben hat, um für uns dort sein Leben zu lassen. Im Jahr 2020 können wir daran uns nicht gemeinsam erinnern. Aber wir erinnern uns daran, an jeder, wo er in diesem Moment ist. Dass Gott auch heute noch aufs Kreuz gelegt wird. Und dass wir gemeinsam Wartende sind auf seine Auferstehung. Von der Kreuzigung heißt es beim Evangelisten Johannes im 19. Kapitel: Jesus trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu der sogenannten Schädelstätte, die da auf Hebräisch heißt Golgatha. Dort kreuzigte man ihn und mit ihm zwei andere, einen auf jeder Seite. Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug: Jesus von Nazareth, König der Juden. Und dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen, denn der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt und die Aufschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Da erhoben die jüdischen Priester des jüdischen Volkes Einspruch. Es darf nicht heißen König der Juden, sagten sie zu Pilatus, sondern schreibe: Dieser Mann habe behauptet, ich bin der König der Juden. Erwiderte Pilatus: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Soldaten nun, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf. Sie waren zu viert. Beim Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend gewebt war, ohne eine Naht. Da sagten sie zueinander: Das zerschneiden wir nicht. Wir lassen das Los entscheiden, wer es bekommt. So sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war: Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und um mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und genau das taten die Soldaten. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter, ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter: Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte: Siehe, das ist deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er: Ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Ysopstengel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig vom Essig genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Amen. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, Karfreitag 2020 ist eine sonderbare Stimmung. Wir kommen nicht am Morgen zusammen in der Kirche, um das heilige Abendmahl zu feiern. Und auch heute Abend kommen wir nicht zusammen und um 20 Uhr nach Thésée-Liturgie die Grabesruhe zu feiern. Es ist dies ja alles anders.
Es ist, als würde in Deutschland und Europa und der ganzen Welt so vieles im Argen liegen und auf der Pausetaste ruhen, als wäre wirklich irgendetwas gestorben. Christus ist tot. Daran erinnern wir uns an diesem Tag. Wir erinnern uns daran, dass ihn Menschen verraten haben, dass er verurteilt wurde, obwohl man keine Schuld an ihm fand, dass er sein eigenes Kreuz schleppen musste, um auf Golgatha hingerichtet zu werden. Und auch dort ließ man ihn nicht in Ruhe. Man loste noch um seine Kleider, gab ihm Essig zu trinken, was ein qualvolles Sterben. Daran erinnern wir uns auch in diesem Jahr 2020. Wie mag das wohl sein, sich wie tot fühlen, aber die Hoffnung zu haben auf Auferstehung? Wie mag das sein, sich von allem und jedem verabschieden zu müssen, im Glauben, sich wiederzusehen? Wie fühlen wir uns, die wir zurückgezogen und Social Distance üben? Wird wieder das Leben zurückkehren? Ich habe mich neben das Nagelkreuz aus Coventry gestellt. Vor 80 Jahren, da erinnerten wir uns dieses Jahr, legten deutsche Bomber die Industriestadt Coventry in England in Schutt und Asche. Und man zerbombte nicht nur das Industriegebiet, sondern eben auch die Kathedrale. Als am nächsten Morgen der Dompropst in die noch dampfenden Ruinen hineingingen und die Trümmer beiseite räumte, da fand er ein Kreuz, das aus den Dachbalken zusammengelegt war. Das ist die Geburtsstunde der Nagelkreuzgemeinschaft, denn später wurden aus den Dachnägeln solche Kreuze hergestellt. Vor 75 Jahren wurde Hanau zerstört. In zwei Schüben, zunächst im Januar, dann am 19. März, lag unsere Stadt in Trümmern. Das ist auch wie ein Karfreitag. Das ist wie, wenn das ganze Leben zusammenfällt und in Trümmern liegt. Das ist vielleicht auch wie nach diesem Coronavirus, nicht nur Menschen nicht mehr wissen, wohin sie gehören, Familien auseinanderbrechen, weil sie viel zu viel Zeit miteinander verbracht haben, sondern auch unsere Wirtschaft vielleicht am Boden liegt. Auferstanden aus Ruinen. So hieß ein Teil der ehemaligen Nationalhymne der DDR. Auferstanden aus Ruinen. Wie geht das weiter, meine Lieben? Als britische Bomber die Stadt Münster in Westfalen zerbombten, legten sie auch dort einige Kirchen in Schutt und Aschen. Ich habe dort studiert. Und ich erinnere mich an die Kirche, die dort Ludgeri geweiht ist, dem Missionar. Als man nach der Zerbombung aus dieser Kirche das Inventar holte, fand man den ehemaligen Korpus. Und dieser Korpus hatte keine Arme mehr. Und man entschied nach dem Krieg, diesen Korpus so zu belassen. Und man legte ihn auf ein neues Kreuz. Und dort, wo die Arme gewesen wären, schrieb man den Satz: Ich habe keine anderen Arme, denn die eurigen. Liebe Schwestern und Brüder, das basiert auch auf Golgatha. Der am Sterbende Jesus sieht unter dem Kreuz seine Mutter stehen und seinen Lieblingsjünger. Und er blickt sie an und sagt: Kümmert euch umeinander. Und sie kümmern sich umeinander. Und dieser Tage erleben wir weltweit und in Europa besonders, dass Nachbarn sich auf einmal kümmern, obwohl sie sich fremd waren. Dass dieser Wunsch Jesu in Erfüllung gegangen ist. Und dass diese Hoffnung, die im Ludgeri in dieser Kirche auf dem Querbalken steht: Ich habe keine anderen Arme, denn die eurigen, in diesem Jahr besonders in Erfüllung wird. Und so brauchen wir keine Angst zu haben. Wir wissen schon heute, dass Jesus auferstehen wird. Wir wissen, dass unser Erlöser lebt. Und ich hoffe und wünsche Ihnen, dass Sie diese offenen Arme Jesu, aber auch die offenen Arme Ihrer Nachbarn und Ihrer Lieben erleben dürfen. Und dass auch Sie Ihre Armen weiten zu helfen und zum Gebet falten. Im Wissen, dass nach diesen Trümmern, nach diesem Virus, nach all diesem Schlimmen, wir wieder Auferstehung zurück in das Leben kehren dürfen. Das wünsche ich Ihnen vom Herzen im Namen Jesu Christi. Amen.
Lassen Sie uns füreinander und miteinander beten. Fürwahr, Jesus trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Gott, dein Kreuz auf Golgatha steht für die vielen Kreuze in unserer Welt, unter denen wir Menschen heute leiden. Du kennst ihre Schmerzen. Du leidest mit ihnen. Gerade in dieser Zeit, wo eine Pandemie sich um den Erdball kreist. Im Vertrauen darauf bitten wir für sie alle. Für alle, die schwer an ihrer Schuld zu tragen haben, dass sie Vergebung erfahren und neu anfangen können. Für die Kranken, die keine Aussicht auf Heilung haben, dass ihnen Menschen zur Seite stehen, die sie trösten und stärken. Wir beten für die Sterbenden, die von Ängsten geplagt sind, dass vertraute Menschen sie auf ihrem schweren Weg begleiten mögen, so gut es dieser Tage geht. Wir beten für die Verzweifelten, die alle ihre Hoffnungen begraben mussten, die keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen, dass sie neuen Mut schöpfen und ihr Leben wieder lieben. Für die Armen und Schwachen, weltweit und in unserer Nachbarschaft, dass wir ihnen geben, was sie brauchen, Mitgefühl, Respekt und Würde. Für die Menschen, die wegen ihrer Herkunft oder ihres Glaubens diffamiert und verfolgt werden, dass wir für sie Partei ergreifen und sie in Schutz nehmen. Wir denken besonders an Frauen, Männer und Kinder, die nicht nur unter Krieg und Terror leiden, sondern auch in Gegenden der Welt leben, wo keine Kamera hin sich verirrt. Dass wir sie nicht vergessen, sondern uns immer wieder an sie erinnern. Wir beten für alle, die dieser Tage sich aufopferungskümmern um jene Menschen, die von dem Virus befallen sind, die Wege suchen, die Pandemie einzudämmen und die sich einsetzen für Gerechtigkeit und Solidarität trotz aller Schwierigkeit, dass sie nicht aufgeben und dass sie spüren, wir stehen hinter ihnen. Wir denken besonders an die Menschen, die uns persönlich ganz besonders am Herzen liegen und vertrauen darauf, dass du uns nahe bist und unsere Gebete erhörst
wenn wir zusammen beten wollen, wie Christus zu beten gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Meine Lieben, bevor wir miteinander den Bodelschwingen-Choral singen, nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann auf Golgatha, möchte ich Ihnen auch heute wieder den Segen Gottes mit auf den Weg geben. Sonntag ist bereits die Auferstehung. Aber bis dahin ist es für manche noch ein weiter Weg. Auf diesem Weg sind wir dennoch Gesegnete. Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und er schenke euch Frieden. In den schweren Zeiten und in den leichten Zeiten. In Zeiten der Trauer, aber vor allem auch in der Zeit der Freude. In all dem, was wir aufbauen, aber auch in all dem, von dem wir Abschied nehmen müssen. Höhen und Tiefen, Dunkles und Helles, sei sein Friede mit uns alle Tage. Das gewähre uns der dreieinige Gott, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.